Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Erfolgsserie Versus, und zwar der Elektroschraubendreher von KS Tools gegen den Elektroschraubendreher von Bosch Tools. Und schon kann es losgehen, ist auch ein Community-Video, denn das wolltet ihr wissen, welcher ist denn besser. Und das habe ich für euch getestet. Nichts riskieren, abonnieren! Fight. In the left corner, in the red trousers, with around 542 grams. Tun wir nochmal zur Sicherheit nachwiegen, weil ich verwechsel ja oft. Und mit einem 27-teiligen Bitset, meine ich, halt 25-teilig, das hier ist 27-teilig, also 541 Gramm, der KS Tools 333.9999. Und in the green corner, with the blue trousers, Bosch Go 2, und der hat 558 Grammys, also gleiche Gewichtklasse. Der hier ist mit einem 27-teiligen Set. Ja, das stimmt, der kommt auch in so einer tollen Mini-A-Box. Da sind so mittlere Bits dabei, ein Bithalter, magnetischer, ja, und alles mögliche, auch ganz große. Ja, schauen hier. Also das ist schon cool. Da ist auch ein Ladekabel dabei, weiß nicht, wo das rumschwirrt. Da habe ich natürlich die Dinge aufgeladen vor dem Test, und da habe ich auch eine gemacht, und das mache ich in Secret Taped haben halt raus, weil ich habe gedacht, ja, hier ist in die Knie gegangen, dabei waren nur die Batterien leer. Oh Mann, peinlich wieder mit dem Toolboy. Ja, und ich habe geschraubt, hier zwei Schrauben, die 6x120 haben sie nicht gepackt, aber die 5x100 haben sie gepackt, und zwar volle Pulle. Einen hat ein bisschen zum Rauchen angefangen, beim anderen war komplett die Batterien leer. Ja, sind ja auch nicht für solche Anwendungen gedacht, aber Extremtest, ja, war ein wilder Kampf. Und was kann ich da sagen? Also der Bosch, der hat 21 von diesen Teilen versenkt, aber nicht immer ganz, hat vorher abgeschalten oft, und der KS Tools, der hat 17 versenkt, aber meistens komplett. Also der hier hat nur ein bisschen mehr Power, man kann das hier auch umstellen auf den Knopf, und zwar kann man da zwischen 2, 4 und 5 Newtonmeter umstellen. Der hat ja einen 5 Amperestunden Akku und kann man von Hand bis zu 10 Newton nachziehen und macht 250 Umdrehungen in der Minute, und den gibt es auch von Keepdream und Works, also der ist immer so ein bisschen gebrandet. Ja, und der reißt so stark, dass man richtig festgreifen muss, dass man nicht aus der Hand verliert. Also, und ihr seht, ich habe dann gedacht, Mensch, was ist denn jetzt, was dann aufgeben, das Getriebe oder hier innen der Motor und so. Aber er geht wieder, da war einfach nur der Akku leer nach diesen 17 Schrauben, und der hat sich sehr tapfer geschlagen. Ja. Für den Preis mit 40 Euro ist das eigentlich der Preis-Leistungssieger in dem Test. War auch ein Zuschauertipp, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, der Bosch, der ist halt ein Stück innovativer, der hat sogar ein bisschen geraucht da oben, und der hat hier auch zwischen 0,2 und 5 Newtonmeter, wo man den verstellen kann. Der hat macht 360 Umdrehungen in der Minute. Ja, schauen wir. Ja, ein bisschen schneller ist er. Und kommt mit dem 21-Teil, hat 21 Schrauben versenkt und kommt eben mit diesem 25-teiligen Bithalter-Set. Und hat auch 1,5 Amperestunden. Der ist auch richtig heiß geworden hier an der Seite. Und der hat halt noch diesen Automatismus, wo man hier quasi durchdrücken schrauben kann. Wäre toll, wenn ich ihn ausschalten könnte und nur von Hand schrauben, weil manchmal ist es sinnlich, aber im einen ist es gut, weil man kann ja dann besser führen und so im Eigentlichen. Und er hat auch eine mechanische Kupplung, mit der man hier quasi das verstellen kann. Der ist nur elektronisch verstellbar. Haben beide den Magnethalter drin, und der hier hat auch eine lange Bit mit dabei. Also so viel dazu. Wie gesagt, das Video verlinke ich euch. Also der war nicht kaputt, der hat es durchgehalten. Ich habe mir dann überlegt, Mensch, wie mache ich das? Der ist im Adventskalender drin, und jetzt muss ich den zurückschicken, ist noch gar nicht der 24. Na, egal. Also danke fürs Zuschauen mal wieder. Mittwochs Community Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Und dann bis bald. Wieso schreit er eigentlich immer wie so eine kleine samoanische? Wo ist jetzt das Gerät? Hier in der Hosentasche. Vorsicht.